Partei der Kompetenz oder Kompetenzpartei oder die kompetente Wahlprogramm zweiter Teil. Bundestagswahlprogramm zweiter Teil. Gestern ja der erste Teil auf dem Sender Next Scientists for Future, weil wir diese Partei ja beraten und begleiten und ihr helfen und sie unterstützen. Und ja, ich gehe mal rein. Gestern gab es ja noch nicht diesen Homepage-Entwurf. Hier vielleicht sieht man, gucken wir uns erstmal an, die Navigation. Wir haben die Kompetente, wir haben hier einen Satzungsvorentwurf, ein vorläufiges Impressum. Vielleicht erstmal der Satzungsvorentwurf. Also hier könnte jetzt sozusagen... Ah ja, hier der Link, diekompetente.beepworld.de, so wird Beepworld geschrieben, können Sie sich ja hier anschauen und können Sie sie immer eintippen selber, können Sie sich selber in Ruhe anschauen alles, ja. Dann aus diesem Rohmaterial eines Satzungsentwurfs einer anderen Parteiidee könnte man die Satzung herstellen für die Partei der Kompetenz, die Kompetente. Satzung Kompetenzpartei, Partei der Kompetenz, die Kompetente, muss nur sorgfältig gelesen und fein korrigiert werden und fertig. Bekanntgabe gegenüber dem Bundeswahlleiter von Satzung, Programm, Gründungsprotokoll. Da braucht es also drei Unterschriften für das Gründungsprotokoll, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, vom Parteienrecht her. Die Kompetenzpartei nutzt alle weltweiten Experten für die Reformentwicklung, lädt sie ein zu Talkshows und so weiter, in denen es um Verbesserungsvorschläge zum jeweils aktuellen Wahlprogramm geht. Ja, und alles Weitere muss halt jetzt noch neu gemacht werden. Und das Entscheidende ist halt, dass damit Weltrat und Next Scientists for Future und die GWO und die GWÖ genutzt werden. Denn wir haben schon lange ja gesagt, zwischen der weltberühmten, sogar von dem Europäischen Parlament angehörten Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber GWÖ und der GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat, irgendwo dazwischen in diesem Bereich, in diesem Umfeld kann die Lösung nur liegen. Woanders, alle anderen Konzepte dürften untauglich sein, aber mit denen diskutieren wir natürlich auch gerne dann im Rahmen der Partei. Die Partei sollte als einladende Instanz da tätig sein und wir können ja die Technik stellen und die Technik durchführen und die Partei wird dann sicherlich auch einen eigenen YouTube-Sender aufmachen. Und dann, ja, dann stehen wir als einer von mehreren Experten zur Verfügung. Und dann können Sie sicher sein, liebe Wählerinnen, dass das Beste überhaupt rauskommen wird. Und hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen, immer schneller drehen, niemals in der Ursprungsgeschwindigkeit hören und wenn zur Beruhigung auf 0,75 stellen, da können Sie schön einschlafen. Ja, also aber jetzt eher auf 1,75 mal ausprobieren oder 1,5. So, dann gehe ich doch mal weiter hier und gehe mal wieder ins Menü hier drüben. Ich habe das Ganze größer gemacht, damit Sie das besser mitlesen können. Und jetzt gehen wir auf die Startseite, die Kompetente, ja, dann können Sie hier wieder schauen, aha, hier haben Sie wieder die E-Mail, die Internetadresse, diekompetente.beepworld.de, das wird sicherlich noch abgewandelt, man kann da für ein paar Euro dann diekompetente.de zum Beispiel kaufen oder so, das kann man bei Beepworld machen und dann hat man eine schöne Adresse, das Beepworld stört halt doch ein bisschen, aber das ist eigentlich nur Äußerlichkeiten. Ne? Ja, GWÖ und oder GWO und oder XYZ, ja, dann hier also Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWO
oder eben XYZ. Und hier werden einige XYZ genannt. Professor Richard Dawkins wäre natürlich gut, wenn man den mal in der Talkshow hätte. Hier werden sie aufgeführt: Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, Next Scientists for Future, Nico Pech, Postwachstumsökonomie, Degrowth, der berühmteste Volkswirt und ehemaliger 68er Professor Hans-Werner Sinn, Ex-IFO-Institutschef, der gewerkschaftsnahe Wirtschaftsweise Achim Truger vom Sachverständigenrat der Bundesregierung und Uni Duisburg-Essen, Dr. Heide Göttner-Abendroth trotz der ja problematischen Erfahrungen mit ihr und der Kritik an ihr ist sie trotzdem nicht unwichtig als Expertin für das moderne Matriarchat. Und dann aber wichtiger ist das Studium des tierlichen Matriarchats. Das ist auch wieder eine eher des modernen Matriarchats. Und aber wichtiger ist eben das tierliche Matriarchat und unser Urmatriarchat, weswegen bei uns ja auch hier müsste es ja stehen hier. Auch Urmatriarchat steht, das ist viel wichtiger für das Verständnis dessen, wie der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus unser aller Leben zerstört hat, ja, und was er uns alles geraubt hat, nämlich das Paradies, ja, das Urmatriarchalen. Ja, das war die Vertreibung aus dem Paradies, ne? Durch die erste Handelsreichung, Eva reichte Adam dem Apfel, die erste Handelsreichung und dann die schreckliche Erfindung von Ackerbau. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du im Dienste der Frühhändler und Frühärzte dein Leben fristen, und dahin vegetieren, ne? Ja, und wir diskutieren mit allen, die sich melden, auf die vorläufige Adresse, da Mailadresse. Sie erhalten nach spätestens circa 4 Stunden einen Rückruf. Ja, also zu den einzelnen Reformen, das hatte ich Ihnen schon vorgelesen. Gesundheitswesen hatte ich gestern vorgelesen. Die Medienreform hatte ich gestern vorgelesen. Ich glaube, Kinderbetreuung hatte ich auch vorgelesen. Supermarkt, Restaurantleiter, Wirtschaft dient den Menschen zum Schutz des Bargeldes. Nicht mehr Konzerne regieren Deutschland, sondern die Wählerinnen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das lese ich Ihnen jetzt ab, da lese ich Ihnen vor. Zweiter Teil, also ich lese Ihnen vor und kommentiere. Ja, das ist eben das, was ich fürchte. Die Basis schafft diese Wende zu einer kompetenten Partei möglicherweise nicht. Meine persönliche Befürchtung ist ja, dass die Basis bei der Bundestagswahl 2 bis 3% bekommen wird und danach ein langsamer Sterbeprozess sich einleiten wird und dass also dann eigentlich also mit der Bundestagswahl eigentlich dann der Tod der Partei eigentlich dann schon feststeht. Und deswegen bieten wir dieses Projekt, diese Idee einer neuen Partei an für die, die auch sagen, ja, bei der Basis, das ist alles schön und gut, aber es fehlt der kompetente Inhalt fehlt auf ganzer Linie. Es werden immer nur inhaltsleere Dinge geäußert und man hofft darauf, dass trotz dieser Inhaltsleere die Wählerinnen trotzdem das wählen würden. Aber da habe ich so meine Bedenken. Ich glaube, dass das Wort Basisdemokratie und das Wort Volksentscheid an sich erst einmal Produkte sind, also die auf geringes Interesse, niedriges Interesse in der Gesamtbevölkerung, in der Gesamtwählerschaft treffen und alleine für sich keinerlei Wahlerfolg bewirken, wenn nicht gleichzeitig auch damit verbunden ungeheuer kompetente Inhalte sind. Und zum Beispiel in der Talkshow, in der ich ja anwesend war, war ja der wichtigste Gedanke eigentlich, der geäußert wurde, dass man ein staatliches Gesundheitssystem eventuell befürworte.
Und dabei aber übersieht man, dass man damit zwar manche Fehlanreize zumacht, aber wieder die Türen für andere Fehlanreize sperrangelweit öffnet. Und die einen Fehlanreize findet man unwichtig und will sie zuhaben. Und die anderen schätzt man plötzlich für unwichtig ein, was sachlich nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Fehlanreize halten sich nicht daran, ob ich sie für wichtig oder für unwichtig halte, sondern es ist entscheidend, wie stark sie sind und dann werden sie ihre Wirkung entfalten. Und ja, dann werden sie ihre Wirkung entfalten. Ich zeige Ihnen noch kurz, bevor ich jetzt weiterlese, zeige ich Ihnen noch kurz hier. Also, das hatten wir ja. Das Bundestagswahlprogramm der Kompetenzpartei, die Kompetente, der Partei der Kompetenz, wie wird ihr Leben besser und so weiter. Ja, da gehen wir jetzt wieder zurück. Ja, da sind wir jetzt. Ja, ich lese nochmal hier. Hier geht's jetzt weiter. Nicht mehr Konzerne regieren Deutschland, sondern die Wählerinnen durch zum Beispiel circa alle 3 Monate ein Volksentscheid, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, auf die täglich 3 Demokratie purfreie Argumente-Plattform, Talkshows vorbereiten und Wohlfühlstimmen als die neuen Wahlstimmen. Ja, ich würde es jetzt heute eher umgedreht sagen, also wir sollten der dann der Partei, die Partei will ja dann ständig die Verbesserungsvorschläge einarbeiten. Ich würde heute sagen, die Wohlfühlstimme könnte uns alles, die könnte uns in 5, also liebe Wählerinnen, 5 Minuten Arbeitszeit im Durchschnitt alle 3 Monate mal, wenn sich bei der Wohlfühlstimme, beim Wohlfühlen in ihrem Leben was spürbar verändert. Und so oft verändert sich ja beim vielen Menschen nicht spürbar etwas, ja. Und ich könnte mir aber vorstellen, wenn die Hausärzte zum Beispiel ihre Hausarzt-Gesundheitskommunen machen mit ihrem kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot, dass wenn man dort eine Liebespartnerin kennenlernt oder durch den Sport dort und die gesunde Ernährung dort so sich so wohlfühlt, dass man dann eine leicht verbesserte Wohlfühlstimme statt einer 3 bis 4 eine 3 minus abgibt zum Beispiel. Und das würde ja dann dazu führen, dass alle sozusagen Personen, die überhaupt oder alle Unternehmen und Firmen, Supermarktleiter und Praxenleiter, alle, die mit ihnen Kontakt haben, kriegen dann leicht erhöhte Verdienstzuschüsse und dann schon funktioniert das System, ja? Und schon funktioniert alles, ja? Und schon läuft die Evolution in Richtung, dass alle um sie herum alles dafür tun, ihr Leben zu verbessern, ihr Wohlfühlen, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit. Und die Behörden sich auch darum kümmern, dass auch ihr Wohlstand sich bessert, ja, indem zum Beispiel die Ge Behörden schrumpfen, anstatt sich aufzublähen auf ihre Kosten, denn sie müssen ja all diesen Kram bezahlen, liebe Wählerinnen, ja, und daran denken wir halt hier vom Weltrat und von den Next Scientists for Future. Ja, und dann, insofern würde ich jetzt sagen, mit diesen 5 Minuten alle 3 Monate ist eigentlich alles getan, nämlich ein basisdemokratischer Dauervolksentscheid mit der Wohlfühlstimme, der läuft und fortlaufend ist. Also ich persönlich bräuchte die anderen Mechanismen nicht mehr, aber für die, die auf Nummer, die alles lieber zehnfach gesichert haben wollen, für die machen wir dann eben die Volksentscheide, die Vorwahlen, Mini-Volksentscheide. Denn alles, was diese Sachen machen, ist mit, durch die Wohlfühlstimme werden ja auch die Politiker gezwungen, alle neuen Ideenbringer, jeder, der anruft und sagt, er hat neue Reformideen, die wird man ganz gründlich anhören. Denn wenn man sie nicht anhört, sondern der Konkurrenz sie anhört, dann ist man weg vom Fenster und wird nie wieder gewählt von den Wählern, wenn diese Idee wirklich gut sein sollte. Also werden sich die Politiker total, am meisten Zeit werden sie sich nehmen, um die Anrufer entgegenzunehmen, die sagen, sie haben neue Reformideen für Deutschland, ja, oder für ihr Bundesland, ja. Schluck Wasser.
Bitte schneller drehen. In den geheimen Wahlen der Vorwahlen schlagen die Wähler zusätzlich auch die Themenbereiche des nächsten Volksentscheides geheim vor und dann wählen die Wähler auch zusätzlich die Themen der nächsten Volksentscheide. Kann man alles machen, wunderbar. Das sind alles von uns ja entwickelte wichtige Ergänzungen zur Wohlfühlstimme für die, die sagen, ich will noch Kontrollfunktionen haben neben der Wohlfühlstimme, gerne. Von mir aus gerne, aber Sie müssen sich klar sein, jede dieser Sachen kostet ein bisschen mehr Zeit als alle 5 Minuten nur einmal kurz die Wohlfühlstimme geändert abgeben, dem Bundeswahlleiter übermitteln. Ja? Durch Online-Übermittlung, ähnlich Online-Banking oder ähnlich oder im Supermarkt oder im Bankterminal, im Bankschalterraum oder so. Überall wird es diese Mini-Automaten geben zur Übermittlung an den Bundeswahlleiter. Ja, das heißt, der hat dann online ständig ein offenes Ohr für Ihre geänderte Wohlfühlstimme. Ja, und Sie müssen sich klar sein, meine größte Kritik an all diesen Dingen, die hier unten auch erwähnt sind. Das ist effizienter und zeitsparender als andere Techniken bezüglich Bürgerentscheiden, Bürgerräten, Bürgerversammlungen und Bürgerparlamenten. Ja, all diese Dinge kranken alle an einem Denkfehler. Als ob Sie, liebe Wählerinnen, alle unendlich viel Zeit hätten, so wie und alle arbeitslos wären und sich freuen würden, dass Sie jetzt alle einen neuen Zusatzjob kriegen würden, Politik zu machen. Ich glaube, Sie, liebe Wählerinnen, wollen das gar nicht. Ich fürchte, das ist das ganze Volksentscheid und Basisdemokratie ist deswegen ein Low-Interest-Produkt, weil sie gar keine Zeit haben für einen Zusatzberuf, sich zum Beispiel ständig in Themen von Volksabstimmungen oder Volksentscheiden einarbeiten zu sollen und zu müssen, wenn sie mitreden wollen und abstimmen wollen. Dafür haben die Wählerinnen gar keine Zeit. Mal kurz in sich reinzuhören, hat sich in meinem Wohlfühlen was geändert? Muss ich dem Bundeswahlleiter eine geänderte Wohlfühlstimme übermitteln? Eine kleine Änderung. Zum Beispiel eben eine Mininote, also ein Schrittchen. Wahrscheinlich werden wir nur übermitteln, ein Schrittchen Richtung positiv, Richtung verschlechtert mein Wohlfühlen, verbessert mein Wohlfühlen, hat sich ein Schrittchen verbessert oder maximal 2 Schrittchen oder so. Und im schlimmsten Fall vielleicht 3 Schrittchen und dann. Mehr brauchen Sie wahrscheinlich. Sie brauchen Ihre bisherige Wohlfühlstimme wahrscheinlich gar nicht zu wissen. Sie müssen das einfach nur übermitteln. Bedenken Sie aber immer, Sie sollten eigentlich immer nur ein Schrittchen durchgeben, weil Sie sonst, ja, 3 bis 4, 3 minus, 3, 3 plus, irgendwann sind Sie bei 1 plus und dann haben Sie keinen Spielraum mehr. Also würde ich sehr sparsam mit den Schritten umgehen. Es reicht ja ein winziger Schritt Richtung 3 minus oder 4 plus, eine winzige Abweichung von 3 bis 4. Ich würde da wahrscheinlich immer nur ein Schrittchen melden, damit ich noch Spielraum habe auch. Ja, das kann ja noch schlimmer kommen oder noch besser kommen. Ne? Ja, also da sehe ich den großen Fehler. Ich glaube, dass die Basis auf ein Low-Interest-Produkt setzt. Es gab schon lange, gibt seit Jahrzehnten, gibt es Parteien, die ausdrücklich Volksentscheide verankern wollten, also basisdemokratischer vorgehen wollten, und das stieß auf herzliches Desinteresse bei der Masse von Ihnen, liebe Wählerinnen. Na? Und deswegen fürchte ich, dass die Basis da auf einem Low-Interest-Produkt sitzt und das Einzige, was Sie als Wählerinnen interessiert, ist, dass Sie viel, viel besser regiert werden können und das dafür sorgt jetzt hier die Kompetente. Ne? Also, positive Anreize sollen gesetzt werden für die Schaffung eines möglichst hohen Prozentsatzes an Arbeitenden im Zuständigkeitsbereich der Mitarbeiter des zukünftigen Amts für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung.
Also nochmal, positive Anreize sollen gesetzt werden für die Schaffung eines möglichst hohen Prozentsatzes an Arbeitenden im Zuständigkeitsbezirk der Mitarbeiter des zukünftigen Amts für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung. Die Verwöhnung soll auch weiter reduziert werden, nachdem alle anderen Reformkonzepte durchgeführt sind. Also das, ich fasse es mal zusammen. Der Arbeitsamt-Mitarbeiter, der wird nicht mehr so sagen nach dem Motto: Och, bleiben Sie ruhig arbeitslos, dann habe ich einen guten Job und mache schöne Karriere. Und ja, an der Arbeitslosigkeit sterben Sie doch nicht. Wir verwöhnen Sie auch mit viel Geld, mit viel Hartz IV und so weiter. Und dann lassen Sie es gut gehen. Schluck Wasser. Das ist die nicht bewusste Mentalität, wie sie aus jeder Pore eines Arbeitsamtmitarbeiters strahlt, wenn ich den Berichten glauben kann, die mir viele Leute, die beim Arbeitsamt waren, immer wieder in gleicher Form berichtet haben, dass diese Mentalität aus jeder Pore der Arbeitsamtmitarbeiter, nicht jedes Mitarbeiters, aber fast jedes Mitarbeiters, ganz offensichtlich strömt, ohne dass es den Mitarbeitern bewusst ist. Die Verwöhnung soll auch weiter reduziert werden, nachdem alle anderen Reformkonzepte durchgeführt sind, also nicht gleich am Anfang, später dann, wenn praktisch fast niemand mehr arbeitslos ist, Hartz IV reduzieren, nach und nach bis auf einen Satz von circa 140 Euro, bewiesenermaßen ausreichend für gesunde Ernährung, Festnetz, Telefon, Internet, TV und Strom. Alle restlichen Kosten trägt der Staat zuzüglich einer neuen Rechtsschutzversicherung für alle. Arbeitet man anfangs für einen sehr niedrigen Einstiegslohn, darf man davon alles behalten, zusätzlich zu den Staatsgeldern, damit man sofort auch fürs Arbeiten belohnt wird. Mindestlöhne, Tariflöhne und Gewerkschaften sofort abschaffen, weil sie bewiesenermaßen Erzeuger von Massenarbeitslosigkeit sind. Sozial ist, was Arbeit schafft, nicht, was Massenarbeitslosigkeit schafft. Und das bisherige Vorgehen war die systematische Produktion. Sie wissen es ja, dass wir sagen, die gefährlichsten Sparten, ich zeige es nochmal hier, die gefährlichsten Sparten der Welt sind ja wo ist es, die Sozialsparten, einschließlich der Arbeitsamtssparte und der NGOs, der Sozialsparten der Welt kann man sie auch nennen, die alle überall für mehr Elend, für mehr Arbeitslosigkeit, für mehr Obdachlosigkeit quasi nicht bewusst Sorge tragen. Und durch nicht bewusste, vorteilbringende Irrtümer letztendlich darauf hinwirken, damit sie mehr Kundschaft, mehr Spendengelder, mehr Einnahmen und mehr Karrieremöglichkeiten haben. Ja, und alle Sparten produzieren ihre vorteilbringenden Irrtümer und Sie, liebe Wählerinnen, machen sich dadurch alle gegenseitig kaputt. Und auch die, die gar keiner Sparte angehören, die Kinder werden auch voll durchmanipuliert oder all die, die aus irgendwelchen Gründen sonst keiner Sparte angehören werden, die werden auch voll durchmanipuliert und deren Leben wird genauso zerstört wie das, wie sie, liebe Wählerinnen, sich gegenseitig mit ihren jeweiligen beruflichen Tätigkeiten und den zugehörigen vorteilbringenden Irrtümern gegenseitig kaputt manipulieren und darunter leidet der ganze Staat. Wenn wir das abschaffen, das gegenseitige Schädigen, kriegt jeder arbeitende Mensch circa 700 Euro im Monat mehr, hat ausgeschüttet oder wir verwenden das für irgendwelche Zwecke, die die Mehrheit der Wählerinnen tatsächlich will. Man könnte diese Gelder natürlich auch für eine Einleitung weltweiten Klimaschutzes verwenden. Ja, das würde funktionieren. Wir haben ja da die entsprechenden Modelle. Ja, dann, deswegen passt das auch gleich dazu hier, wenn man da wirklich ran wollte, den Club der Willigen, müssen die ärmeren Länder vorschlagen, damit die USA in die Logik hineinkommt. Ja, wenn alle Länder den gleichen Preis bezahlen für ihre Luftschadstoffemissionen, dann bleiben wir führend. So werden USA, China und Europa nicht abgehängt. Das heißt, und wir würden das halt, wir haben ja diesen Club der Willigen, hätten noch den andere Strategie, nämlich dass wir sagen würden, ja,
Ihr seht ja jetzt am Beispiel Deutschlands, die haben ein Wirtschaftswunder bekommen und nebenbei sogar mit einem Teil der Gelder dieses Wirtschaftswunders, die haben also, was weiß ich, von den 700 € monatlich haben die, was weiß ich, 200 € ausbezahlt bekommen, 500 € liefen in den Klimaschutz, die haben also, sind völlig klimaneutral, Deutschland, und die haben gleichzeitig zusätzlich noch ein richtiges Wirtschaftswunder bekommen, sind jetzt also die führende Weltnation wirtschaftlich geworden, sozusagen, innerhalb kürzester Zeit, und das kriegen sie von uns, wir beraten sie nur, sozusagen. Wir vom Weltrat, Next Scientists for Future, beraten Sie nur in Online-Konferenzen in Englisch und Deutsch, nur dann und schulen alle Ihre Ministerien und so weiter, schulen Sie alle nur dann, wenn Sie auch gleich sozusagen einen Vertrag schließen, und zwar einen bindenden Vertrag, dass sie die gleiche CO2-Reduktion, wie sie Deutschland bewiesenermaßen, wenn das beweisbar ist, ich hoffe doch sehr, bewiesenermaßen durchgeführt hat, dass sie, USA, China und so weiter und Indien, dass sie genau die gleiche Reduktion von CO2 erreichen, koste es, was es wolle, dann kriegen Sie auch das Wirtschaftswunder. Ne? Sie müssen dann eben auch einen Teil des Wirtschaftswunders genau für diese CO2-Ziele erreichen. Das heißt, Deutschland gibt dann das Tempo des CO2-Abbaus vor und die anderen müssen genau in diesem Tempo folgen. Wenn Deutschland innerhalb eines Jahres, was weiß ich, so und so viel Prozent CO2 reduziert hat, dann müssen sie in USA und China und Indien und so weiter überall auch das vorweisen. Und dann können wir sie alle in riesigen Online-Konferenzen, alle schulen, alle die, die diesen Vertrag unterschrieben haben. Und das wäre dann der Club der Willigen, ne? Nobelpreisträger William Nordhaus schlägt vor, einen weltweiten Luftschadstoffemissionshandel zu etablieren. Es muss ein Club der Willigen entstehen, bestehend aus USA, China, Europa als Anfangsnationen. Nur wer dem Club der Willigen beitritt, darf in ihn hinein noch importieren. Wir müssen einen hohen Preis für alle Luftschadstoffe erheben. Das wollen bestimmt einige Länder nicht. Übrigens nicht zu vergessen, wir müssen sowas Ähnliches dann auch, also unsere Lösung auch praktizieren mit den Meeren, dass wir die endlich sauber kriegen. Dazu müssen wir wohl die Meere auf alle Staaten der Erde aufteilen und dann die Staaten irgendwie so motivieren, dass sie ihren Meeresteil absolut sauber machen und sofort sich beschweren und sofort dagegen vorgehen, wenn von anderen Meeresteilen Dreck ins eigene Land reinkommt, ja, so, ins eigene Meer reinkommt, ja, das heißt, ja, das sind so die Probleme, also ich habe ja unser Modell genannt, das sind so andere Modelle von dem Professor Nordhaus. Können Sie ja alles lesen, wenn Sie die Homepage aufschlagen oder hier das alles nochmal langsamer stellen, Pause stellen, dann können Sie in der Sendung ja auch alles lesen hier. Und hier oben rechts gibt es ja so Zeichen, da können Sie jeweils auch die Homepage größer stellen. Man kann also Homepages ja größer und kleiner stellen. Ich zeige Ihnen das mal hier, das ist bei Google Chrome. Zoomen, ja, da können Sie hier, könnte ich jetzt bei Plus drücken, 175, 100, 200 und jetzt drücke ich wieder zurück. 125, 150 war ich, glaube ich, und dann sind wir wieder zurück. Ne? Das sollten Sie immer nutzen bei der Homepage. Ne? Die naturwissenschaftliche Denkmöglichkeit, dass die glücklichste Lebensform urmatriarchales, pazifistisches Bonobo-Schenker-Kommunenleben sein könnte, statt eines Lebens als unglücklicher, müsste da eigentlich stehen, einsamer, kaufsüchtiger, konsumsüchtiger, shoppingsüchtiger, alkoholsüchtiger, zigarettensüchtiger, nikotinsüchtiger Single,
darf nicht mehr unterdrückt werden, sondern muss offen diskutiert werden bezüglich der paläobiologischen bzw. paläoanthropologischen Hinweise für eine entsprechende menschliche Genetik. Hausarztersatzteams dürfen Experimente in diese Richtung vorschlagen als Mittel zur Verbesserung von Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlfühlen ihrer Kunden. Schluckwasser. Medizin, Impfindustrie, Pharma, Test, Maskenindustrie und so weiter wollen uns einreden, dass sie unser Heil sind. Aber wie ist das wirklich? Früher war nicht alles schlechter, sondern umgekehrt. Heute geht es uns schlechter. Die Einsamkeit zu mit allen schrecklichen Folgen, Suchterkrankungen überall. Heute herrscht ein grausamer patriarchaler Raubtierkapitalismus. Vor 100.000 Jahren ging es uns mit der matriarchalen Lebensweise wesentlich besser und vor 400.000 Jahren noch viel besser mit der urmatriarchalen Lebensweise, bei der die Töchter die Kommunen verließen und sich in die umliegenden Kommunen einliebten. Vor 100.000 Jahren ging es uns mit der matriarchalen Lebensweise wesentlich besser. Alle blieben in den Clans, Kommunen der Mütter. Die Männer halfen als Mutterbrüder nicht bei den Kindern. Mit bei den Kindern als gute Onkels und die Männer praktizierten die Besuchsehe mit Frauen der umliegenden Kommunen. Matriarchatsforschung kann uns helfen zu verstehen, dass wir zurück müssen zu matriarchalen Strukturen in unserer Gesellschaft. Aber jeder wie er mag, die Hausärzte werden sowas anbieten, dass man so leicht in so eine Wohngemeinschaft da einziehen kann, aber man kann das lassen oder tun, das ist ja alles, wie man Bock hat, ne? Einige erste Korrekturen des Grundgesetzes, das hatte ich gestern hier schon den Anfänger, hätte ich vorgelesen, durch diese neue Verfassung und so weiter, die Grundpfeiler. Bei allen ökonomischen Aktivitäten hat das Schutzbedürfnis der Bevölkerung, ihres Wohlfühlens, also quasi hier, das ist die Verbesserung des Grundgesetzes, ne? Bei allen ökonomischen Aktivitäten hat das Schutzbedürfnis der Bevölkerung, ihres Wohlfühlens, ihrer Gesundheit, Langlebigkeit und ihres Wohlstandes einen absoluten Vorrang. Schluck Wasser. Schneller drehen. Wer diesbezügliche Schäden verursacht, wird für sein Handeln durch Reduktion der zukünftigen Verdienstzuschüsse sanktioniert, so dass danach dem Gemeinwohl bestmöglich gedient werden muss und wird. Ja, zu der Maßgabe des Gemeinwohls werden Gemeinwohlökonomie und GWO und GWÖ benutzt und so weiter. Ja, das können Sie alles mal in Ruhe lesen. Gucken Sie sich die Homepage an oder stellen Sie das hier auf Pause, dann können Sie sich das alles durchlesen. Ich lasse es erstmal soweit gut sein. Hier ist noch kurz der Hinweis. Da hat man eben die Wohlfühlstimme, ja. Ende des Lobbyismus und der meisten aller Probleme durch Teilnahme an diesem basisdemokratischen Dauervolksentscheid mit einem Zeitaufwand von nur 5 Minuten je Vierteljahr, je nach Häufigkeit der eigenen Veränderungsmitteilung an den Bundeswahlleiter. Falls diese neue Wahlstimme nicht gewünscht sein sollte oder als, wenn auch zeitaufwendigere und kostenintensivere Ergänzung bzw. Mehrfachabsicherungen könnten dienen. Volksentscheid, Wahlprogramme und Volksentscheide, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, Medien. Das könnte man alles machen und ergänzen, haben wir ja alles entwickelt, aber aus meiner Sicht muss es nicht sein. Ich bräuchte es nicht unbedingt dann mehr. Wenn die Wohlfühlstimme gut eingesetzt wird, denn wir müssen ja alles, wir müssen, wenn wir die Wohlfühlstimme und den Bundeswahlleiter absolut sichern und das wirklich zu einer sicheren Instanz machen, denn sonst müssen wir diese Sachen auch wieder noch zu einer absolut sicheren, fälschungssicheren Instanz machen und so weiter. Gut, das wird halt einfach ziemlich teuer und aufwendig. Naja, gut, kann man machen. Und dann, ja, eben repräsentative Wählerstichproben könnte man, wenn man irgendwas konsensieren lässt, darf man also aus meiner Sicht immer nur repräsentative Wählerstichproben
machen. Und dann hier sind einige Institute, die sowas durchführen können, dass es halbwegs seriös ist und so weiter. Ja, das so weit, so viel dazu, ja, sozusagen. Ja, gut, dann lasse ich's mal hiermit gut sein. Und jetzt noch zwei Kurznachrichten. So, Kurznachrichten noch was. Oskar Lafontaine ist aufgefallen als der letzte echte Linke, sozusagen. Wir sagen ja, wir sind die bodenständige echte Linke, aber Lafontaine ist jetzt noch der einzige, der aufgefallen ist als echter Linke. Linker, der kritisiert die Geschäfte der Pharmaindustrie und bezeichnet den Herrn Lauterbach, Karl Lauterbach gewissermaßen so als quasi als Handlanger der Pharmaindustrie. Hört, hört, genau so war es mal. Früher war mal die Linke eine Pharma- und Impfindustrie-kritische Geschichte, die genau wussten, wie gefährlich diese Industrien im Kapitalismus sind. Und ja, außer Lafontaine scheinen das alle vergessen zu haben. Also immerhin, hört, hört, es gibt, außer uns, gibt es noch einen echten Linken, Oskar Lafontaine, der immerhin das noch sagt, ne? Und ja, und dann übrigens nochmal zu dem, was passiert denn in solchen Talkshows idealerweise? Ja, wir können doch nichts anderes machen, als dass unsere Gehirne zuhören und filtern und ständig nach der Frage filtern, was übernehme ich als Wahrheit und was lehnt mein Gehirn als unwahr ab. Ja, und ich bin mal gespannt, was es alles so kommt, wenn es darum geht, uns Verbesserungsvorschläge unseres GWO-Konzeptes vorzuschlagen. Ja, bin ich mal gespannt, was dann so kommt. Ja, also, tschüssi, bis bald.